Stück eingedeutscht noch. Weil, noch mehr. Ja, also nicht eingefränkelt, sondern eingedeutscht. Fränkisch wird es von alleine, wenn ich es sehe. Beim Original ist es auf Kölsch. Wenn ich aus Versehen zwischendrin mal irgendwie ins Kölsche rutschen sollte, dann nur, weil ich das einfach vom Hören hier grün bin. Es ist ein Stück von Bach. Und irgendwie dachte ich mir, als der Dieter eben so sagte, Ella, wir spielen da, spielst du, kommst du mit? Und gesagt, ja, okay. Und dann habe ich das jetzt in dieser Woche einfach, ja, das haben wir heute noch zusammen geprobt. Das ist jetzt Premiere, extra für euch. Oh. Aber ich dachte, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Stück und passt in die Zeit und auch hierher. Es kommt vor, dass ich denke, es klirrt, dass sich irgendwas in mich verirrt. Ein Geräusch gar nicht laut, manchmal klirrt es vertraut, selten so, dass man es gleich durchschaut. Man wird wach, bleibt die Augen und sieht in ein Bild zwischen Bräugel und Posch. Kein Mensch, der um Sirenen was gibt, weil Entwarnung nur halb so viel kostet. Es riecht nach Kristallnacht. Heimlich verlässt wer die Stadt, und Oratoren inkognito hasten vorbei, offiziell sind die nicht gern dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siegepunkt wütet und schreit, Heil Hamali und grenzenlos geil, nach Vergeltung ruft zitternd vor Neid in der Kristallnacht. Brauchen jemanden, der sie verführt. Und dann rettet keine Kavallerie, nein, kein Zoll kümmert sich darum. Der biest höchstens ein Z in den Schnee und fällt lachend vor Lässigkeit um. Na und? Fit.